Ach je. Wieso sind wir hier hinten ausgekommen? Das ist doch... es ist Murks. Okay, tschüss. Lass mich in Ruhe. Blablabla. Also, komm, halt auf mit dem Murks. Danke dafür. So, und hier hinten war auch noch einer. Nicht du. Noch so ein Hater. Oder habt ihr euch ausgehatet? So, Quick Save. Bäh! Auf den Kopf. An den Kopf, um den Kopf, in den Kopf. So. Hätten wir das auch schon mal geregelt? Puh, was ist mit dir los, Kollege? Okay, ihr könnt geile Blitze schleudern. Ja, bam. Und ihr könnt mich geil wegschlagen. Und ich kann ausweichen. Oder auch nicht. Blick, blick, blick. Was ist das? Hä? Ach so, das war mein Antivir, glaube ich. Oh, und ich kann super sterben, wenn ich nicht aufpasse. Das war ein sehr gutes Setting für die Bombe. Weil besser hätte ich die Bombe oder den Jack in the Box nicht legen können. Und ich kann mich nicht besser positionieren als so. Natürlich. So, sehr schön. Ach Gott. Zu doof zum Springen, Tutentuchen. Wie kommt man denn da hin? Springe ich hier drauf und mit Dr. Oetker geht das dann. Wunderbar. Warte, warte, warte. Hilfe. Diese komischen Fischviecher mit ihrer komisch langen Zunge habe ich ja vorher schon nicht gemocht, aber. Sterb, 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 sterb. Imperativ I. Sterb I. Bam. So. Da hinten ist noch etwas Neues. So, ich wäre fast wieder abgesoffen in der Lava. Was ist das? Das sind die geilen Shuriken-Teile, die ich ohnehin schon habe. Nein. Das ist nicht nett, was du davor hast. Oh, das war nicht sehr smart von mir. Ah, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich fluche zu viel, kann das sein? Fluche ich zu viel? Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Würde mich mal interessieren. Ich krieg leider aus meiner Sicht zu wenige Kommentare ab, als dass ich dadurch irgendwie lernen könnte als Let's Player oder dass ich im Gameplay von verschiedenen Spielen irgendetwas verbessern könnte. Wie zum Beispiel hier. Oder eventuell auch Tipps geben. Keine Spoiler. Spoiler werden schamlos getötet und hingerichtet und alles noch so weiter. Aber für ein paar Tipps wäre ich auf jeden Fall nicht abgeneigt. Das, ich meine, ein paar Tipps kann eigentlich jeder gut gebrauchen. Wieso gehe ich da hin? Ich muss doch hier rüber bestimmen, ne? Bestimmt muss ich über die Lava. Oder? Nein. Dort führt der Weg lang. Verdammt. Ja, solange das nur Feuerball ist und nicht deine komisch ekelhaft glitschige Zunge, ist alles in bester Ordnung. So, dann glitsche ich mich mal daran vorbei. Okay. Oh mein Gott, muss man hier Wege springen? Denn hier? Nichts Besonderes. Eigentlich sehr schade. Na, kannst auch noch sterben. Wieso bin ich an so einem Arsch der Welt gelandet? Das war eine dumme Idee.
Land von Feuer und Schwefel. Ist keinesfalls gesund. Man springt von Fels zu Brocken und bricht sich dabei bestimmt das Genick. Ich kann nicht singen! Ah, fuck! La la la. So, dann springen wir hier rüber, darüber und darüber. Und uns ist der so gut wie egal. Aber nur so gut, weil er hat uns eigentlich damit getötet. Was heißt eigentlich? Ja, natürlich hat er es nicht getan, weil wir rennen ja immer noch rum. Wir sind die unsterbliche Alice. Ja, weil wir die unsterbliche Alice sind, werden wir niemals den Game-Over-Bildschirm sehen. Niemals. Nein. Nein. Das verbitte ich mir. Ja, man piekst uns in den Arsch. Ja, das kommt davon, wenn man als Little Lady, als Madam, einfach irgendwo lang geht, wo man nicht hingehört und ständig Fehler macht, nur weil man nicht aufpasst. Das kann im echten Leben auch schneller passieren, als man denkt. Also immer schön die Augen offen halten und nicht die Füße in die Lava stecken. Ah, verdammt. 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 Ich sage das Wort, glaube ich, zu oft. Verdammt. Dabei wäre es jetzt wieder so ein Zeitpunkt, bei denen ich mir denke, hey, das Wort verdammt habe ich jetzt schon so oft genutzt. Also erstmal safe staten. Dass ich mir dabei auch wieder denke, hey, was bedeutet das Wort verdammt? Woher kommt das? Welchen Ursprung hat das? Das ist das gleiche, als wenn man die ganze Zeit das Wort Löffel sagt. Dann fragt man sich irgendwann auch, hey, Löffel, was soll Löffel bedeuten? Hier, wäh, was soll wäh bedeuten? Aber ich frage, was heißt Löffel? Löffel. Löffel. Man muss Löffel oft nur genug hintereinander sagen. Löffel. Dann kann man das immer hinterfragen. Weil man wird nicht schlauer, was Löffel heißt. Löffel. 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 Man versucht es sogar anders zu betonen. Löffel. 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 Warum rede ich so eine sinnlose Kacke? Nur weil ich hier nicht weiterkomme, ne? Ja, schöne Lava. Da ist es zumindest warm. Kuai. Was sag ich da eigentlich? Kuai. So, heiße Angelegenheit. Und wieso kann die nicht mal springen, wann die soll? Ja, unterm Rock geguckt und schon ist die Zunge dort. Ja, ja, ich glaube, das muss ich nicht weiter erläutern. So. Wieso springt die nicht, verdammt nochmal? So? Lass deine Zunge, wo sie ist, nämlich im Maul. So, Vlam. Vlam? Was ist Vlam? Wieso komme ich da nicht rüber? Muss ich mir einen Alternativweg suchen, oder was ist los? Oh, ja, ich sterbe viel zu oft. Ja, begrüßen wir die Lava als unseren neuen Freund. Wieso springt die so komisch? Gerade kriege ich echt so eine leichte Abneigung gegen Alice. Oh ja. Gib mir die Zunge, Baby. French Kissing. Oh mein Gott. Oh, Hater, ihr seid ja wieder halbwegs normale Gegner. Euch habe ich ja schon fast vermisst. Völlig egal, dass ihr vorhin auch schon da wart. Oh, hör auf damit. Ich will nicht sterben. Nein, nicht jetzt, nicht jetzt. Ich bin noch so jung. Nein! Oh, gimme, gimme, gimme. Oh ja, und... Ja. Und du hinterher. Oh, da fliegt das schön weit. So. Warum sollte man sich diese Teufelstankteile überhaupt holen? Ich meine, zumindest hier auf den höheren Schwierigkeitsgrad ist das sowas von B-Shit. Bullshit. Und da fliegen sie weg. Wow. Yeah. Freeze, freeze, freeze time. Aua. Das tut weh. Und na, das war ja klar, dass da dann noch mehr Gegner kommen, ne? Könnt ihr nicht einfach sterben? Was ist daran so schwer?
Holla die Hü, holla die Hü. So viele kleine Ems, die... Ei, 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 mich töten wollen. Ah, und jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich... in Eisform gestorben. Und nein, dahin wollte ich nicht. So. Hier geht's lang. So. Exhibitionismus ist nicht cool. Ich finde das so nice, dass die auch ihre eigenen Kollegen Way in den Eisgrund schicken können. Nicht jagen und ja, ja, ja. Piekst mich auf. Grillt mich am Spieß. Ich hab's verdient. Eigentlich nicht, weil ich bin der Protagonist. Und ein Protagonist darf sowas nicht passieren. Ah ja, kommt her. Und? Ich bin tot. Nein, kein Bock darauf. Falsche Richtung. Nehmen wir einmal Jack in the Box. Yay, alles brennt. Und nochmal. In die Ecke. Besen, Besen, sei es gewesen. Web. Aha, sie können brennen. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf diese kranken Viecher hier. Deshalb hinterlasse ich denen einen schönen Jack in the Box. Dies ist ein Irrtum. Vergeude keinen Tag. Entschuldigung, gelten kaum. Dafür ist kein Raum. Als wäre das hier ein erholsames Ferienlager. Dieses Orakel ist ein Idiot. Stelle dich dem, was dir Angst macht. Lass keine Beleidigung auf dir sitzen. Du? Du falsches Ass! Dabei mochte ich dich! Egal, ob du mich magst. Aber glaube mir, der Jabberwocky muss vernichtet werden. Und zwar jetzt. Tritt der Königin entgegen. Mir fehlt das letzte Stück des Stabs. Wie soll ich es ohne das Auge schaffen? Ich weiß es nicht. Aber du hast keine andere Wahl. Hier soll ich trauen? Ich soll dieses Biest angreifen? Dabei weiß ich nicht mal, ob das mein Kampf ist. Es ist dein Kampf, Alice. Du musst dich selbst retten. Ich? Vor dem Tod? Bin ich darum hier? Ich fürchte den Tod nicht. Manchmal sehnte ich ihn sogar herbei. Nicht vom Tod. Was dann? Was Schlimmeres als der Tod? So dumm hätte ich dich nicht gehalten. Denk, was du willst. Aber eins musst du wissen. Nach dem Feuer hast du dich aus meiner Welt zurückgezogen, weil du den Verlust nicht ertragen konntest. Als du dem Kaninchen folgtest, begann deine Heilung. Du bist auf dem rechten Weg, Alice. Rette dich und das Wunderland. Ich glaube, ich verstehe langsam. Ich habe diese Welt zerstört und nur ich kann sie wieder heil machen. Alles Gute, Alice. Der Jabberwocky wartet. Mit Hilfe des Greifs ist dir der Erfolg gewiss. Er ist der Stärkste von uns.